Weißt du, ich stand schon echt oft oben auf der Ramp, hab runtergeschaut, hab überlegt, ob ich schon so weit bin oder wie sehr das wehtun muss, wenn ich es doch nicht schaffe. Aber irgendwie habe ich mich nicht so ganz getraut. Ich saß dann halt die ganze Zeit daneben, hab eine geraucht und die anderen haben es dann probiert. Und dann war Ruffy der Erste, der sich dann direkt getraut hat, so. Und dann sind wir alle so ausgerastet. Meiner Mutter in die Haare gekriegt, als ich nach Hause kam. Du kennst ja meine Mutter. Naja, auf jeden Fall haben wir dann über so komische Themen diskutiert. Und dann wollte ich meine Freundin anrufen, ob sie mich von Anruf abholen kann. Schön, dass wir uns wieder sehen, Georg. Ja, bin ich auch, auf jeden Fall, Babe. Yo, Steve, was geht? Alles klar bei dir? Ja, Mann. Schenke ich dir. Was? Schenke ich dir. Was ist deins? Ich verarsche dich nicht jetzt. Nee, ich mach's ernst, was ist deins? Digga, was? Bro, ich hab das Deck seit langem nicht mehr gefahren und ich brauch's einfach nicht mehr. Es ist deins. Aber es ist doch fast ganz neu. Du steig drauf. Ich schenk's dir, steig drauf, Mann. Ey, das kann ich nicht annehmen. Es ist deins, Mann. Ja, Mann, hey. Hab ich mir gesehen. Wie geht's dir? Voll gut, dir? Ja, man passt schon. Wie fährt es denn weg? Mega nice, auf jeden Fall. Bin sehr motiviert. Dann zeig gleich mal her. Ja, chill, ich muss erst noch richtig fahren lernen.
Bro, du bist soweit. Womit? Für den Drop-In. Ich hab gerade erst angefangen. Bro. Mich wird's direkt aufs Maul legen. Bro, du hast den Olli so safe gestanden. Der war richtig clean, Mann. Bro, du standest safe Tag und Nacht auf deinem Deck. Ich hätte echt nicht erwartet, dass du den so früh stehst. Wann wusstest du, dass du soweit bist? Gute Frage, also... Ich glaube, ich war schon immer bereit, aber ich konnte mich halt nur nie überwinden. Aber irgendwann merkt man doch, dass man es schafft und dann kann man sich erst überwinden. Nee, Digga, also ich glaube, sobald du diese Angst verspürst, bist du bereit. Weil Angst zeigt dir halt immer, was du eigentlich machen sollst. Was meinst du? So, Angst sollte halt dein Kompass sein, also sagt dir, wohin die Reise hingeht. Soll. Und ja, auf deine Frage bezogen, dachte ich mir, also irgendwann scheiß einfach drauf, fliege ich halt auf die Fresse. Und dann bin ich einfach rein. Und auf einmal hat alles irgendwie Sinn gemacht. Ich habe über nichts nachgedacht, habe nicht mich aktiv irgendwie gestreckt oder so, sondern einfach quasi mitgemacht und auf das reagiert, was kam. Und genau das ist der Flow, von dem ich immer rede. Alles macht irgendwie Sinn, wenn du mal drin bist.